und seine Freundin Marion sind in Berlin. Marion ist zum ersten Mal in so einer großen Stadt. Berlin ist die Hauptstadt von Deutschland. Jan studiert in Berlin und er kennt die Stadt gut. Er will Marion viele Sehenswürdigkeiten zeigen. Sie gehen zu Fuß in durch die Innenstadt. Als erstes wollen sie das Brandenburger Tor sehen und ein paar Fotos machen. Marion ist von dieser Stadt begeistert. Im Oktober fängt sie mit dem Studium an. Sie wird auch in Berlin studieren. Sie hat die Reste von der Berliner Mauer gesehen. Jan erzählt ihr, dass die Mauer Berlin in Ost und West geteilt hat. Die Mauer stand fast 30 Jahre. Am 9. November war die Maueröffnung. Das war ein besonderer Tag für die Deutschen. Den Potsdamer Platz besuchen sie ebenfalls. Am Potsdamer Platz war die erste Verkehrsampel in Deutschland. Die Mauer teilte damals auch den Potsdamer Platz. Zum Schluss besuchen sie auch das Reichstagsgebäude. Marion hat sich entschieden, Berlin ist die Stadt, in der sie studieren möchte. Jan und seine Freundin Marion sind in Berlin. Marion ist zum ersten Mal in so einer großen Stadt. Berlin ist die Hauptstadt von Deutschland. Jan studiert in Berlin und er kennt die Stadt gut. Er will Marion viele Sehenswürdigkeiten zeigen. Sie gehen zu Fuß in durch die Innenstadt. Als erstes wollen sie das Brandenburger Tor sehen und ein paar Fotos machen. Marion ist von dieser Stadt begeistert. Im Oktober fängt sie mit dem Studium an. Sie wird auch in Berlin studieren. Sie hat die Reste von der Berliner Mauer gesehen. Jan erzählt ihr, dass die Mauer Berlin in Ost und West geteilt hat. Die Mauer stand fast 30 Jahre. Am 9. November war die Maueröffnung. Das war ein besonderer Tag für die Deutschen. Den Potsdamer Platz besuchen sie ebenfalls. Am Potsdamer Platz war die erste Verkehrsampel in Deutschland. Die Mauer teilte damals auch den Potsdamer Platz. Zum Schluss besuchen sie auch das Reichstagsgebäude. Marion hat sich entschieden, Berlin ist die Stadt, in der sie studieren möchte.